Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ihr werdet ja sehen, was ich heute so mache. Ich bin gerade in Frankfurt Oder, nachher geht's wieder zurück nach Berlin. So, jetzt war ich irgendwie etwas essen. Jetzt gönne ich mir noch ein Eis und dann geht's langsam wieder zurück nach Berlin. Denn ich habe nachher noch mit dem guten Ted einen Drehtermin. Was wieder trennt, wird ihr spätestens im Juni sehen, weil dafür produziere ich vor gerade. Ja, und hier haben wir den guten Tab, mit dem drehen, hey. Tape, mit dem drehen wir gleich was Kleines. Da lasse ich euch gerne überraschen, was es wird. Und ja, wir suchen uns gerade eine schöne Ecke. Diese hier wäre doch perfekt, oder? Mal gucken. Ja, Dings schreibt gerade für die Folge die Zettel voll und ich gehe jetzt mal kurz an das Spree und nehme euch dazu mit. Ihr könnt gespannt sein, was wird. Also im Juni kommen die Folgen raus und ja, ich produziere gerade zum Juni vor, dass ich da regelmäßig die Videos auch alle bringen kann. Und ja, wir sind hier in der Nähe von der Spree. Heute ist das Wetter auch herrlich. Ich habe ja Angst gehabt, dass es regnet, aber es regnet nicht. Zum Glück regnet es nicht. Ja. Ach so. Wie dieses Klatscher, ich muss aufpassen, dass die aufnimmt, weil die Kamera hat eine kleine Wacke. Was hast du für eine Speicher? Wie viel Speicher hast du? 64 GB. Ah, okay. Reicht locker. Okay, wollen wir anfangen? Ja, können wir machen. Ja, und jetzt. So, wir essen jetzt wahrscheinlich gleich. Dann ist mir gut. Der ist Hunger. Danke dir auch. Ich bin ausgegangen und ich bin auch. Ja, ich kaufe mir jetzt zwei Bücher und Ted ist auch noch mit dabei. Tape, einmal von It's Coastal und einmal von Mr. Freshback. Das Buch und ja, gucken wir mal, wo es ist. Das erste haben wir schon mal. Jetzt das von Phil. So, wo ist das andere? Hier ist das Buch. Ah, geil. Haben wir jetzt bei. So. Ja, ich habe mir die zwei Bücher hier geholt, die ihr seht hier. Und ja, warum habe ich es mir geholt? Einmal das hier wegen Phil. Die Phil kenne ich und Rainer hat das ja auch geschrieben mit Phil. Und ich wollte mir das unbedingt holen, um mir das durchzulesen, um zu wissen, okay, was schreiben die über die Themen und so alles. Ich hätte es mir auch online durchlesen können, mir als E-Book holen können. Aber ich finde dann sowas als Buchform viel besserer. Deswegen habe ich es mir geholt. Wie gesagt, ob ich da drin viel lernen kann, das werde ich sehen in dem Boss-Up-Buch. Das weiß ich noch nicht, das werde ich wirklich sehen. Und ja, ich bin gespannt, was da so drin ist. Und dann habe ich mir jetzt von It's Coastal geholt. Das, wie ich aufhöre, perfekt zu sein. Zu sein wollen. Das habe ich mir geholt und interessant, also ich finde es relativ interessantes Titel. Und ich finde sie als YouTuberin auch sehr interessant. Ich habe sie bei der Landesmedienanstalt in meinem Vortrag gesehen. Das glaube ich, letztes Jahr war das oder dieses Jahr. Und das wird relativ spannend zum Durchlesen, weil ein Unterschied ist, hier. Keine Bilder drin, reiner Text und nur sie als einmal Bild und haben wir noch ein Bild von ihr? Nein. Also relativ wenig Bild, also zwei Bilder und hier, ganz ehrlich, sind schon ein paar Bilder mehr drin, wo ich sehr gespannt bin, wie mir diese beiden Bücher gefallen werden. Das hier wird wahrscheinlich mehr als Bild zu Hause zum Lesen sein, das eigentlich auch, oder auch unterwegs in S-Bahn das hier. Weil da sind schon ein paar Seiten mehr drin. Hier sind, das hat insgesamt 12,99 gekostet, das Buch von It's Coastal. Und das von Mr. Trash Pack hat insgesamt 9,95 Euro gekostet. Und man bemerkt es auch, wenn man die beiden Bücher nebeneinander hält. Nehmen wir mal so. Dann sieht man, dass auch der Unterschied ist. Das ist It's Coastal, das trashigste Buch mit Heiner. Sind zwei unterschiedliche Dicken und einer hat wirklich mehr Seiten und da bin ich echt gespannt,
wie diese beiden Bücher sind. Und ich werde euch in ein paar Wochen mal vielleicht so ein kleines Review geben, wie ich diese Bücher fand oder finde. Deswegen in circa 4 bis 5 Wochen werde ich mal einen Vlog sagen, wie ich sie finde. Oder in 2 Monaten, je nachdem, wie schnell ich lese und wie viel Zeit ich habe, das werde ich ja dann sehen. Also, kann auch sein, dass ich euch Ende Juni erst sage, wie die sind für mich. Wie gesagt, der Vlog geht weiter. So, einkaufen war ich gewesen. Und jetzt geht's nach Hause. Das Video schneiden. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn nicht, dann nicht. Und schreibt mir mal einen Kommentar, wie ihr den kleinen Vlog fand. Ich glaube, es ist unter 5 Minuten lang. Leider Gottes. Aber naja, jetzt nach Hause. Einkauf wegbringen. Und dann gehe ich schlafen auch, nachdem ich das Video geschnitten habe. Bye, bye. Tschüss.